Was ist falsch mit Miniröcken und Kurzhosen? Die Sache ist die, dass sich Europäer diese Dinge ausgedacht haben. Aber vernünftige Menschen, versuchen Sie mal einer Frau aus Saudi-Arabien zu sagen, dass sie einen Minirock anziehen soll. Fliegen Sie nach Zaire und Afrika und sagen Sie einer Frau, sie soll ein kurzes Kleid anziehen. Sie haben kein Problem mit geschlossener Kleidung. Fliegen Sie nach Pakistan, in ein beliebiges, schwarz-muslimisches Land. Erstens habe ich eine Frau, die einen Rock bis hier anzieht. Was passiert denn? Warum will ich, dass sie alle sehen? Menschen sind schwach, sie werden sie betrachten und begehren. Alle möglichen Freaks und schlechten Leute. Warum will ich nicht, dass meine Frau bei windigem Wetter mit so einem Rock herumläuft? Es ist nicht schwer, ihren blanken Hintern zu sehen. Nur Tiere laufen mit blanken Hintern herum. Menschen laufen nicht mit nacktem Hintern herum. Und was für ein Mann sieht meine Frau hinter ihr gehen? So wird alles klar. Wie kann ich also meine Frau beschützen, wenn sie so in der Öffentlichkeit auftritt? Wenn ich das wollte, dann würde ich sie draußen auf die Terrasse hinstellen, wie ein Produkt, das jeder sehen sollte. Warum brauche ich das? Was bedeutet meine Frau für mich? Also nur für mich persönlich, wenn sie jeder sehen kann. Sie sagen, was ist daran falsch? Wie kann man so zu der Frau eingestellt sein, die man liebt? Alles Wertvolle, was Gott in der Welt erschaffen hat, versteckt er ganz tief. Diamanten kriegt man nicht so leicht. Sie müssen dafür lange schaufeln und später noch säubern. Hören Sie mal, Sie können kein Gold finden. Alles, was Gott wertvoll gemacht hat, Edelstein, Rubine, Erdöl, Sie müssen schaufeln und sich bemühen. Alles Wertvolle von Gott hat er als schwer zugänglich gemacht. Ist meine Frau weniger wichtig als diese Diamanten, Erdöl oder Gold? Sie hat meine Söhne und Töchter geboren. Warum spaziert sie nackt in diesen Designerklamotten herum? Ihre Brust fällt heraus. Am Strand hat sie weniger an, als wenn sie sich zum Schlafen mit mir ins Bett legt. In Kleidung vor der Hochzeitsnacht hat sie mehr an, als wenn sie sich europäisch kleidet, was nur ihre Nippel und ihren Tanga bedeckt, die man sogar nicht sieht. Man kann sagen, dass sie nackt am Strand spaziert, in der Nähe von Freaks. Wie kann ich meine Frau oder meine Tochter neben solchen gehen lassen? Hier, schau mal, wenn ich sie doch nur kriegen könnte. Wozu brauche ich das?